Ich gehe in den Garten, die Arbeit... So, jetzt zeige ich euch mal eine Tigerschnecke oder eine Killerschnecke oder was auch immer für die Schnecke. Auf jeden Fall, das sind die Schnecken, die diese roten Schnecken fressen. Und ja, und deswegen, ich habe zwar viele Schnecken gehabt von den roten, aber das ist halt die Natur. Die holt dann solche Schnecken und die sorgt dafür, dass die dann quasi weggehen. Und ja, und damit ist alles wieder im Lot. Ne? Einfach machen lassen. Einfach ganz locker bleiben. Ja, und die Ananas-Altenbeeren, die kann man jetzt richtig geil ernten. Die liegen nämlich jetzt alle unten, immer wenn man so ein bisschen was hochhebt. Seht ihr? Da liegen die jetzt alle unten und da ist jetzt an der Zeit. Und ja, da freue ich mich natürlich drauf, weil die schmecken wirklich extrem lecker. Und ja, schön, dass man jetzt auch noch richtig tropische Früchte ernten kann. Und hier wird auch die nächste Zwergtamarillo fertig. Ja, und da oben kommen auch schon wieder die nächsten überall. So, hier habe ich jetzt mal eine Schneise reingeschlagen und das war halt mein Tageswerk. Ich habe also sozusagen, hier waren ja immer die Himbeeren und hier kann ich jetzt hier durchgehen zu meinem Pfirsichbaum und habe auch ein bisschen mehr Zugang zu hier hinten und von daher, ja, habe ich einfach sozusagen jetzt hier mal eine Schneise reingeschlagen. Dazu habe ich die Steine, die ich da gelöst habe, hier rumgemacht und werde das Beet eingrenzen, damit ich nächstes Jahr ein bisschen besser sozusagen, ja, weiß, wo der Weg aufhört und das Beet beginnt und da entsprechend auch, ja, irgendwie, ja, fühlt sich einfach irgendwie angenehmer an. So, jetzt Mitte Oktober, ja, vergammelt oder vertrocknet jetzt auch ein bisschen so die Tomaten. Man kann auch ein bisschen ernten, da sind noch welche dran. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist wahrscheinlich jetzt Mitte Oktober so Ende Tomatenzeit. Kann man so sagen. Hier habe ich ja für nächstes Jahr den Shiso eingepflanzt und nun sehe ich hier kein Blätter. Ich hoffe nicht, dass es der Shiso ist, weil im Winter wird er der garantiert eingeben. Also von daher hoffen wir mal das Beste, weil dann hätte ich mir selber, ein Ei gelegt, wenn das jetzt sozusagen jetzt kommt. Ah, guck mal, was ich noch entdeckt habe. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Aber jetzt seht ihr das. Da unten, da ist noch ein Kürbis. Da ist noch ein Kürbis. Sehr, sehr geil. Ich kann noch einen Kürbis ab. Den habe ich gar nicht entdeckt. Aber jetzt, ja, Kürbis ist noch einer da. Habe ich ja noch was zum Achten. Und hier geht es wieder los. Ich glaube, ich habe das vorhin mal schon gesagt, aber das kann man gar nicht häufig genug sagen. Und zwar ist hier Vogelmeere wieder. Richtig viel. Und da ist das Grün, was im Winter halt, ja, einfach frisches, sattes Grün, was du auch im Winter hast. Und da kommt irgendwann noch Portulac. Und dieses beide zusammen, oder Postelein, nicht Portulac. Und das beide zusammen ist mega. Ich habe gerade was festgestellt. Und zwar, ich habe immer gesagt, der kriechende Sellerie hier, der wächst nicht. Aber guckt mal, was hier ist. Das ist der kriechende Sellerie. Und zwar habe ich das vorige Mal ganz viel Unkraut hier weggemacht. Also irgendwelches Grünzeug, was drauf war. Und das war alles kriechender Sellerie. Das heißt, der kriechende Sellerie, der wächst sogar nicht mehr groß nach oben, sondern, ja, sagt eigentlich schon der Name, fällt mir gerade ein, kriechender Sellerie, der kriecht hier überall lang. Und zwar ist er jetzt schon hier hinten, und da muss ich langsam aufpassen, nicht, dass ich mir mit dem kriechenden Sellerie hier ein Ei ins Hochbeet gelegt habe, weil der kriecht halt überall lang. Da muss ich ein bisschen versuchen einzudämmen, aber scheint doch zu wachsen und ist auch winterhart. Also von daher, den habe ich jetzt in meinem Hochbeet. Bestimmt eine in der Mitte durchgeschnitten. Ah, man sieht schon was. Guck mal da hier. Nicht gerade klein. Nee, das ist die, aus der gewachsen ist. Echt? Würde ich sagen. Oh, das wäre ja schade. Ja, das ist die, wo was. Nee, hier, guck mal. Super. Oh, geil. Hast du getroffen, sie? Das habe ich. Was? Warte mal. Das ist richtig, das gibt's ja gar nicht. Die habe ich bloß 1-2 Monate hier drin gehabt. Naja, das könnte auch immer so viel sein. Das ist doch scheißegal, ich habe eine richtige Süßkartoffel bei uns in den Kreisen. Ja, ich will die auch mal anpflanzen, das probiere ich auch mal aus. Geile Sache. Geile Sache. Oder es ist nicht die, die ich gepflanzt habe, aber sieht aus wie die, die ich gepflanzt habe. Ja, würde ich auch sagen, weil die ist angefressen. Ja. Die ist angefressen, okay. Also, diese Süßkartoffel, mein Gesicht noch drauf. Geht ganz stoppen, mach mal kleiner.